Hallo und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde zu Cultures, der Entdeckung Vinlands. Wir sind mehr oder weniger leider immer noch in der vierten Mission, nämlich wieder in Vinland. Und das scheint noch ein bisschen anzuhalten, bis wir hier fertig sind. So, du produzierst erstmal nur noch eine bestimmte Anzahl Holzwerkzeuge. Bögen sind fertig. Wir haben auch unsere zwei Bogenschützen schon. Was wir halt nicht haben gerade, ist ein Holzfäller. Wir haben allerdings Kinder. Und ein Zweifamilienhaus. Ja, da kommen unsere Bogenschützen rein. Nein, halt, da kommt ein Holzfäller und ein Pilzsammler später rein. Ja, stimmt, wir haben hier ein Mädchen. Du hast die Warenmenge an Geschirr hergestellt. Ja, das ist gut. Das heißt, wir lassen dich mal wieder Steine klopfen hier. Und ganz ehrlich, da wir so viele Steine haben, werde ich doch mal ein paar Straßen bauen. Da unsere Bauarbeiter eh gerade Leerlauf haben, können sie hier wenigstens ein paar Straßen bauen. Während ich eigentlich hoffe, dass er bald mal sein Level erreicht. Wobei ich langsam das Gefühl habe, es geht das Holz aus, oder? Ja, wir haben kein Holz mehr. Das heißt, du gehst wieder Holz fällen. Ja, Holz zu kriegen könnte interessant werden. Wobei hier langsam Bäume ja nachwachsen. Oh, und die ersten Straßen werden gebaut. Sehr schön. Das freut mich doch sehr. So, du bist erwachsen, das heißt, du gehst gleich mal in die Schule und wirst Holzfäller. Denn wir brauchen Holz. Yeah.
Nahrungsprobleme haben wir absolut keine mehr. Ich gebe mal wieder ein bisschen mehr Speedboost, weil sonst dauert das zu lange. Wir wollen ja die Mission endlich mal fertig bringen. Und vielleicht auch noch mit der nächsten Mission anfangen. Ja, du wartest in der Schule. Holzfäller bitte. Du kannst trainiert werden. Mann, ich erinnere mich an die Mission leider nicht mehr so hundertprozentig, wie ich sie damals gespielt habe. Also ich erinnere mich noch an die Mission natürlich. Ich weiß, was passieren wird, sobald wir die Missionsziele erreicht haben. Allerdings hatte ich sie nicht mehr so aufwendig in Erinnerung. Ich kann mich so daran erinnern, dass ich mich hier eingebunkert habe und meinen Wachturm hier hingebaut habe. So, Holzfäller. Kriegst ein Haus. Kriegst eine Arbeitsstelle. Und Holz kommt rein. So, du bist auch erwachsen. So, du suchst dir eine Frau. Du kannst trainiert werden. Du bist erwachsen. Das heißt, du wirst unser dritter Bogenschütze. Und ich denke, drei Bogenschützen reichen, um uns einigermaßen zu verteidigen. So, was macht unsere Straße? Die ist schon fast schon fertig. Das heißt, wir erweitern sie mal ein bisschen. Nicht nach Wasser graben, Straße bauen. So. Okay, das sollte sie noch eine Weile beschäftigt halten. Oh, du warst der Falsche. Entschuldigung. Warte, du warst doch der Richtige. Warum? Ach, willst du mich veralbern, ey. Das hatte ich auch nicht mehr so in Erinnerung, dass man eine Ausbildung nicht abbrechen darf, weil sonst der Erfolg zurückgesetzt wird. Ja, gut zu wissen. Ach, beten gehen kann er. Da oben liegt übrigens noch etwas Leder rum. Hey, aber sie haben das Mehl von hier weg.
Wie viel Möbel haben wir eigentlich noch? Nicht mehr viele, aber das sollte gerade noch so reichen. Wir haben sehr viel Weizen. Wir haben kein Öl. Auch wenn er sagt, wir bräuchten Öl. So. Bogenschütze. So, du kannst trainiert werden. Jetzt bist du auf dem Maximum, was die beiden Sachen angeht. Ja, und Holz kommt rein. Sehr gut. Ja, du holst deinen Lernerfolg langsam aus. Ja, du transportierst ein Lederstück, davon sehe ich aber nicht viel. Du hast deine Eisenwerkzeuge hergestellt, das heißt... Da ist noch Eisen drin, okay. Du arbeitest jetzt als Eisenschmelzer. Na gut, dadurch, dass wir unsere Bauarbeiter auch in einem Haus untergebracht haben, oder in Häusern. Das Haus steht schon eine Weile leer, Schusterei. Wie sieht's mit Schuhen denn aus? Noch 13 Paar, das reicht vollkommen. Geschirr haben wir wahrscheinlich auch mehr als genug. Hier 8 und hier 1, okay. Bauarbeiter kann trainiert werden. Sehr gut. Ja, und er findet tatsächlich noch so Eisen in den Bergen. Also loses Eisen, was er selber einsammeln kann. Ja, und irgendwie ist in der Mission unser Bogenmacher verbuggt, ey. Weil er transportiert kein Leder. Doch, scheinbar schon. Er hat es auch mal geschafft, sich Eisenwerkzeug zu holen. Ja, ich habe tatsächlich gerade niemanden, der im Hauptlager arbeitet als Träger. Deine Träger arbeitet in der Kaserne noch. Das können wir aber ändern. So, unser Bierbauer kriegt jetzt mal Punkte, dass er nicht weniger Nahrung verbraucht. Du betest fleißig. Gut. Du kannst trainiert werden. Ihr steht hier nur rum. So, unser Holzfäller ist fleißig beim Arbeiten. Ja, er hat schon fast wieder
das aufgeholt,